Also Carina, erstmal herzlichen Glückwunsch zu einer fantastischen Saison. Du warst im letzten Jahr schon die konstanteste Springerin im Team und hast dich ja in dieser Saison zur echten Podestspringerin entwickelt. Wo kommt dieser wahnsinnige Aufschwung her? Ja, vielen Dank erstmal. Ich denke, dass ich mich athletisch und technisch einfach nochmal verbessert habe zu letztem Jahr und dass ich dieses Jahr schon von letztem Jahr profitieren kann und da Erfahrung gesammelt habe und wie das ist, so eine komplette Weltcup-Saison zu fahren. Und ja, das kombiniert das gute Abschneiden, sage ich mal, jetzt die letzten Wettkämpfe über. Wie kommt das, dass du da auch auf allen Schanzen so gut zurechtkommst, dass du dich immer oder fast immer ja mittlerweile unter den Top 3 da platzieren kannst? Ja, also wenn die Form stimmt, dann ist es immer einfacher, sich auf verschiedene Schanzen einzustellen. Es gibt natürlich welche, wo ich mich dann schwerer tue, meine Technik so rüberzubringen wie auf anderen. Aber im Großen und Ganzen ist mir das jetzt eigentlich auf jeder Schanze bisher gelungen. Jetzt habt ihr in diesem Jahr ja auch mehr Weltcups noch als im letzten Jahr. Es gibt nicht mehr so ganz lange Wettkampfpausen. Trägt das auch dazu bei, dass man irgendwie den Rhythmus besser aufrechthalten kann? Ja, also ich glaube, ein Wettkampfrhythmus ist immer ziemlich gut und wichtig, vor allem wenn es gerade gut läuft. Und es gibt einem Selbstvertrauen und ich bin froh, dass es dieses Jahr so ist und dass ich das jetzt durch die halbe Saison schon so gut rübergebracht habe. Stehen die Olympischen Spiele an, das größte Sportfest der Welt, der Traum eines jeden Sportlers. Wie stellst du dir das vor? Das ist zum ersten Mal für dich und auch das Damen-Skispringen ist ja zum ersten Mal olympisch, ist eine historische Angelegenheit. Wie geht man damit um als Athlet? Ja, bisher eigentlich noch recht locker, sage ich mal. Ich freue mich unheimlich drauf und bin gespannt, wie das alles abläuft. Es wird sicherlich eine riesengroße Veranstaltung werden und ich bin stolz und froh, dass ich da Teil davon sein darf. Jetzt seid ihr im letzten Jahr schon mal auf der Schanze gesprungen. Wie liegt sie dir? Letztes Jahr bin ich recht gut damit zurechtgekommen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr auch so sein wird und dass ich da einfach auch die guten Sprünge zeigen kann, die ich jetzt die Saison über schon rübergebracht habe. Wenn man so oft wie du aufs Podest springt, dann ist man ja definitiv auch ein Medaillenkandidat. Das kann auch ein bisschen Druck auf einen auflegen. Wie gehst du damit um? Ach, ich sag mal so, ich habe bisher noch überhaupt keinen Weltcup und nichts gewonnen. Ich springe immer vorne gut mit, aber die großen Favoriten sind, denke ich, andere. Und ich möchte einfach hinfahren, möchte meine guten Sprünge zeigen. Und wenn es dann wieder so ausgehen soll, dann passiert es einfach. Und ich lasse mir da jetzt nicht so einen Druck aufreden oder mach mir. Gibt es einen Glücksbringer, einen Talisman oder irgendwelche Rituale, die du vor Wettkämpfen immer bereithältst oder bereit hast? Also noch habe ich keinen Glücksbringer, vielleicht bekomme ich nur ein Geschenk für Olympia. Und nee, eigentlich habe ich keine Ritualien groß. Ich gehe jeden Wettkampf neu an und bereite mich drauf vor und das passt so. Werden dich Familien oder Freunde begleiten nach Sochi? Nee, soweit ich weiß nicht. Ich werde da allein sein. Wir wünschen dir trotzdem ganz viel Spaß auch mit dem Team und toi toi toi. Danke sehr.